Hallo, liebe Deutschlernende. Hier ist eine Frage. Welches Warum steckt hinter deinen Handlungen? Ich habe diese Frage schon einmal gestellt in einem Video, aber ehrlich gesagt fand ich die Antworten zu oberflächlich. Das ist nur meine Meinung und es muss nicht heißen, dass sie oberflächlich waren. Vielleicht wollten die Leute auch nicht so viel über sich selbst teilen. Das kann ich verstehen. Ja? Nicht jeder teilt so viel wie ich in meinen Videos. Ja? Und heute möchte ich dir beibringen, tiefer zu schauen. Okay, lass uns mal ein bisschen tiefer zu schauen. Ja? Welches Warum steckt hinter deinen Handlungen? Ja, was ist die wahre Quelle deiner Motivation? Zum Beispiel, ich schaue Authentic German Learning, um Deutsch zu lernen. Das ist der Grund, okay, ja. Ist das dein Warum, ja, mit Großbuchstaben, dein Warum, das Warum, ist das mein Warum? Es ist ein Grund, ja, aber es ist jetzt nicht es trifft nicht den Kern, ja, es geht nicht sehr tief, ja. Ich schaue die Videos, um Deutsch zu lernen. Aber warum möchte ich Deutsch lernen, ja? Zum Beispiel, ich möchte nach Deutschland gehen, ja. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich nach Deutschland gehen möchte. Okay, das ist ein bisschen tiefer. Jetzt noch tiefer, ja. Mache ich mal meine Notizen. Genau, ich möchte nach Deutschland gehen, weil ich einen guten Job haben möchte und ausreichend Geld verdienen möchte. Okay, aber was steckt dahinter? Ja, man kann immer tiefer gehen, ja. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich möchte ein besseres Leben für mich und meine Familie. Ah, okay. Okay, ja. Jetzt sind wir sehr tief in das Thema gegangen, ja. Wir waren bei, ich schaue YouTube-Videos übers Deutschlernen. Und jetzt sind wir bei, ich möchte ein besseres Leben für mich und meine Familie. Warum stellen wir uns diese Frage überhaupt? Warum reden wir überhaupt über dieses Thema? Nun, dies ist eine Technik, die du anwenden kannst, wenn du Motivation brauchst. Wenn du denkst, ach, dieses Deutsch, das nervt mich jetzt so sehr und ach, ich habe jetzt keinen Spaß mehr. Und dann denkst du dir, aber ich mache es, um ein besseres Leben zu haben. Ja, dann denkst du dir, ach, jetzt habe ich wieder Lust. Ja, man kriegt mehr Lust, etwas zu tun, wenn man sich genau überlegt, warum man es tut. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ein zweites Beispiel. Okay, warum lerne ich Deutsch? Ja, weil es mir Spaß macht. Ja, manche von euch lernen Deutsch, um nach Deutschland zu kommen. Manche von euch lernen Deutsch, um im Beruf voranzukommen. Ja, das ist auch ein sehr guter Grund. Auch etwas, was das eigene Leben verbessert. Ja, manche von euch lernen Deutsch, weil es ihnen Spaß macht. Und auch da kannst du weiter, tiefer gehen. Ja? Warum macht es mir Spaß? Nun, es macht mir Spaß, mich selber zu entwickeln. Es macht mir Spaß, neue Dinge zu lernen. Warum macht es mir Spaß, neue Dinge zu lernen? Nun, es macht mir Spaß, neue Dinge zu lernen, weil ich dadurch anderen Menschen mehr geben kann. Ja, für mich ist das ein großer Motivationsgrund. Ja. Ich möchte gerne mehr Menschen helfen, einmal durch meine Arbeit und auch durch Spenden, durch finanzielle Unterstützung. Ja? Und
das ist etwas, was mich sehr motiviert. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann bekomme ich wieder mehr Motivation, das zu tun, was dies fördert. Ja? Also dieses ein Weg, wie man über Dinge nachdenken kann, ja? Also wie man tiefer gehen kann und tiefer überlegen kann, was das Warum ist. Ja? Der Lebenszweck, ja? Die Sache, die alles bestimmt oder das meiste bestimmt, was man macht. Ja? Wenn du dieses Video interessant fandest und mehr über persönliche Entwicklung lernen möchtest und herausfinden möchtest, wie du mehr Lebenslust hast, mehr Energie, wie du deine Zeit besser managen kannst und so weiter, dann lade ich dich ein zu meinem Live-Webinar. Ja, das findest du unter authenticgermanlearning.com/Webinar. Dort kannst du dich mit deiner E-Mail einschreiben und du erhältst alle weiteren Informationen von mir über E-Mail. Okay, vielen Dank im Voraus dafür, oder wir danken dann einander, wenn es zustande kommt und es produktiv für alle ist. Ja? Also das ist etwas, was du nicht verpassen möchtest. Ja? Und ich freue mich schon total darauf, dir dieses Webinar mit dir zusammen zu machen, ja? Und dir ein bisschen beizubringen, ja? All die Tricks und Tipps, die ich so gesammelt habe im Laufe der Zeit, all das, was ich selber in meinem Leben benutze, all das, was mir hilft, so ultraproduktiv zu sein, ja, ein Video pro Tag, ein Kurzvideo für Instagram pro Tag, ein Podcast pro Woche, eine E-Mail pro Tag und so weiter und so weiter. Dafür musste ich sehr viel lernen über Zeitmanagement, um das alles zu schaffen. Und ich möchte es dir auch beibringen. Okay? Wir sehen uns dann. authenticgermanlearning.com/Webinar. Schreib dich jetzt ein und wir sehen uns dann. Tschüss!